Dies ist der zweite Teil unserer Serie zum Thema geistlicher Kampf. Gestern konzentrierten wir uns vor allem auf Epheser 6. Und dieses Kapitel bildet auch den Ausgangspunkt unserer heutigen Betrachtung. Wir lesen Epheser 6, 10 bis 12. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Gestern wies ich darauf hin und möchte es jetzt wiederholen, dass die Schrift uns klar und warnend darauf hinweist, dass jeder Christ in einem direkten persönlichen Konflikt mit dem Teufel verwickelt werden wird. Das ist nichts Abstraktes oder Psychologisches, sondern eine Konfrontation von Person zu Person. Wir werden im Konflikt dem Teufel gegenüberstehen. Und in dieser Stelle werden wir vor allem darauf hingewiesen, dass er listig ist. Angesichts dessen werden wir ermahnt, uns zu wappnen und uns auf eine unvermeidliche Konfrontation vorzubereiten. Vor einiger Zeit las ich mit großem Interesse die Einleitung des offiziellen Dokuments zum Exorzismus, das die römisch-katholische Kirche herausgegeben hat. Ein katholischer Priester hatte mir das gegeben, nachdem er mich über Befreiung lehren gehört hatte. Schon als ich zu lesen begann, erkannte ich, dass dies von Leuten geschrieben worden sein muss, die sich auskannten. Das war keine bloße Theologie. Ich konnte zwar nicht jedem theologischen Punkt zustimmen, stellte jedoch fest, dass das Werk dem Grundmuster folgte, das der Herr auch mir beigebracht hatte. In der Einführung stand ein einfacher Satz, der sehr aussagekräftig ist. Das Böse ist kein Es, sondern ein Er. Wenn man das einmal verstanden hat, ist man schon ein Stück vorwärts gekommen. Sprecht mir nach, das Böse ist kein Es, sondern ein Er. Nun gehe ich weiter zu Vers 12 und lese euch die Prince-Version vor, die sich manchmal ein wenig ändert, ein wenig variiert, je nachdem, wie ich mich im gegebenen Fall inspiriert sehe. Doch prinzipiell lautet sie folgendermaßen: Denn in unserem Ringkampf kämpfen wir nicht gegen körperliche Personen, sondern gegen Herrschaften und die Machtbereiche ihrer Autorität, gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich sagte schon, dass wir es in unserem Kampf mit einem durchorganisierten, effizienten und zentral gesteuerten, aber unsichtbaren und somit geistlichen Reich zu tun haben, das Reich Satans. Und im Gegensatz zu einer Meinung, die man oft hört, beschränkt sich der Einflussbereich des Teufels nicht auf die Hölle oder das Totenreich. Ja, er agiert nicht einmal auf der Erdoberfläche. Sein Sitz und sein Hauptquartier ist in der Himmelswelt. Dort herrscht er über eine Schar rebellischer Engel, die sich unausweichlich seiner Autorität unterordnen. Es gibt eine niedrigere Sparte seines Reichs hier auf Erden, nämlich unzählige Dämonen und böse Geister, über die Satan die Kontrolle hat. Und ohne daraus eine Lehre machen zu wollen, möchte ich sagen, dass Engel und böse Geister auf zweierlei Ebenen agieren. Wenn du mehr darüber wissen willst, musst du dir die Kassette mit der vorigen Botschaft holen. Für diejenigen, die gestern nicht hier waren, möchte ich nur so viel sagen. In der Bibel steht das Wort Himmel durchgehend und ausnahmslos in der Mehrzahl. In 2. Korinther 12, 2 ist vom dritten Himmel die Rede, woraus wir schließen, dass es mindestens drei Himmel gibt. Ich leite daraus folgende Einteilung ab. Der erste Himmel ist der sichtbare Himmel. Der dritte Himmel ist der Bibel zufolge der Wohnsitz Gottes, wo das Paradies ist. Und der zweite Himmel liegt logischerweise zwischen dem ersten und dem dritten, und genau dort liegt das Hauptquartier Satans. In
Zur Bestätigung zog ich Daniel 10 heran, wo wir lesen, dass Daniel zu beten begann. 21 Tage lang betete, sein Gebet am ersten Tag schon erhört wurde, und gleich am ersten Tag sandte Gott auch als Gebetserhörung einen Engel aus, der jedoch erst 3 Wochen später auf Erden ankam, weil er von satanischen Engeln im Himmel aufgehalten worden war. In Daniel 10 werden in diesem Zusammenhang konkret der Fürst des Königreichs Persien und der Fürst von Griechenland erwähnt. Daraus kann man meiner Meinung nach schließen, dass Satan Herrscher niedrigeren Ranges unterstehen, die über delegierte Autorität auf Erden verfügen, also über Reiche, Königreiche, Staaten, Gemeinden, Städte und vielleicht noch andere Unterteilungen und Sparten und Segmente der Menschheit. In 2. Korinther 10, 3-5 lasen wir, dass Gott uns Waffen gegeben hat, die diesem Kampf angemessen sind. Sie sind nicht fleischlich. Daraus schließen wir, dass sie geistlich sind und mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. In 2. Korinther 10, 5 kann man entnehmen, dass die Gedanken der Menschen das Schlachtfeld sind. Die Schlüsselworte dieses Verses lauten Vernünfteleien, Gedanken und Erkenntnis, alles Worte, die mit der Gedankenwelt zu tun haben. Mit anderen Worten, wir sind in einem gewaltigen Kampf gegen unsichtbare Mächte verwickelt, die die Menschheit gefangen nehmen und beherrschen wollen, indem sie das Denken der Menschen gefangen nehmen. Und es ist unsere Verantwortung, die Gedanken der Menschen von der Herrschaft Satans zu befreien und sie in die Gefangenschaft gegenüber dem Gehorsam Christi zu bringen. Ich glaube, wir sind die wichtigsten Menschen auf Erden, da allein wir die Waffen haben, um diese Aufgabe zu erledigen. Deshalb sind wir als Christen wichtiger und einflussreicher als politische Herrscher, Oberbefehlshaber, Wissenschaftler und dergleichen. Diese sind in ihren eigenen Bereichen zwar sehr effektiv, haben jedoch keinen Zugriff zum geistlichen Bereich. Sie haben weder das Werkzeug noch die Ausrüstung dazu. Allein wir sind dazu ausgerüstet. In Epheser 6,13 fährt Paulus fort mit dem Wörtchen deshalb. Und immer, wenn du in der Bibel deshalb oder weshalb liest, musst du herausfinden, weshalb es dasteht. Es signalisiert immer eine logische Verknüpfung zu dem bereits Gesagten. Die Verbindung hier könnte man so beschreiben. Weil wir in diesem erbarmungslosen Konflikt verwickelt sind, sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir richtig geschützt sind. Und Paulus spricht deshalb jetzt über den Schutzpanzer des Christen. Und das ist auch das Thema dieser Betrachtung, unsere schützende Rüstung, unsere Waffenrüstung. Und nach diesen schützenden oder defensiven Waffen gehen wir weiter zu den offensiven Waffen. Doch meiner Erfahrung nach hat Paulus sehr recht, wenn er uns zunächst einmal warnt, wir sollten für unseren Schutz sorgen. Ich habe Leute kennengelernt, die sich in einen ernsthaften Gebetskampf gegen Satan eingelassen haben, dabei jedoch mental, physisch, geistlich oder familiär Schaden erlitten und verletzt wurden, weil sie nicht als erstes die schützende Rüstung angezogen hatten. Ich freue mich darüber, wie praxisbezogen die Bibel ist. Und die Erfahrung hat mir gezeigt, bevor du im großen Stil in den geistlichen Kampf einsteigst und hochtrabende Projekte startest, um die Bollwerke Satans zu stürmen, solltest du unbedingt deine Rüstung anhaben, denn sonst wirst du ein Opfer werden. Und Paulus veranschaulicht nun diese schützende geistliche Rüstung anhand der Standardausrüstung eines römischen Legionärs seiner Zeit. Ich lese die Verse 13 bis 17 und ihr werdet sehen, dass hier 6 Teile der Waffenrüstung genannt werden. Danach werden wir uns eingehend mit den Eigenschaften und Funktionen jedes Teils der Waffenrüstung befassen. Ich beginne mit Epheser 6,13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Paulus legt großen Wert auf diese Aufforderung. In Vers 11 sagte er schon, zieht die ganze Waffenrüstung an. Jetzt sagt er, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und ich möchte darauf hinweisen, dass diese Rüstung nicht einfach auf uns herniederfällt. Sie wächst nicht an uns. Man kommt nicht in dieser Rüstung zur Welt. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen aktiv werden und sie anziehen. Sonst stehen wir ohne sie da.
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Paulus warnt uns, jeder von uns wird diesen bösen Tag zu sehen bekommen. Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um die sogenannte große Trübsal handelt, sondern vielmehr um etwas Persönliches. Jeder Einzelne wird geprüft werden. Es heißt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und es gibt keinen leichten Weg in Gottes Reich. Jesus brachte dieses Gleichnis von den beiden Männern, die sich ein Haus bauten, der eine auf Fels, der andere auf Sand. In beiden Fällen sagte er, als der Sturm kam. Nicht falls ein Sturm kommt, sondern als der Sturm kam. Du kannst dir sicher sein, dass der Sturm kommt. Jedes Haus musste denselben Sturm herhalten. Wir werden durch Stürme geprüft werden. Wir werden uns dem bösen Tag stellen müssen. Das ist garantiert. Und wenn dann der böse Tag in deinem Leben kommt, dann glaube nicht, Gott hätte einen Fehler gemacht oder das sei nicht mehr sein Wille, sondern es ist wahrscheinlich der Beweis dafür, dass du im Willen Gottes stehst. Aber du musst darauf vorbereitet sein. Lesen wir diesen Vers nochmal. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen oder aushalten und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun. Beachtet, wie sehr das Wort stehen hervorgehoben wird. Wer steht, ist stark und bestimmt und er weigert sich hin und her geschubst zu werden. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Soweit die sechs Teile der Waffenrüstung, die wir kurz separat ansprechen wollen. Als erstes heißt es in Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der erste Teil der Rüstung ist also der Gürtel der Wahrheit. Wozu diente der Gürtel? Die Männer hatten damals keine Hosen, da hätte man es ja gut verstehen können, warum man einen Gürtel braucht. Die Kleidung der Männer war damals recht lose und oft sehr lang. Und wer etwas tun wollte und sich dabei frei und ungehindert bewegen wollte, musste zunächst seine langen, losen Kleider etwas festmachen. Er umgürtete seine Lenden, wie das Neue Testament es formuliert. Das heißt, er hob das Kleid, die Enden seines Kleides ein wenig hoch und steckte sie um die Hüfte herum in den Gürtel hinein, damit er von den Knien abwärts Beinfreiheit hatte. Und dann konnte er ans Werk gehen. Es ist also der logische erste Schritt, den Gürtel anzulegen. Geistlich gesehen ist der Gürtel die Wahrheit und man könnte sagen, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes, stellt jedoch später fest, dass das Wort Gottes erst im Anschluss daran genannt wird. Ich glaube, dass etwas Grundlegenderes damit gemeint ist. Und zwar schlicht und einfach die Wahrheit. Das heißt, ehrlich sein, aufrichtig sein. Alles Aufgebauschte, Hohle, Oberflächliche und Unreale ablegen, mit dem sich die meisten religiösen Menschen umgeben. Und ich sage ganz bewusst, die meisten religiösen Menschen, denn Unaufrichtigkeit ist meiner Meinung nach das Hauptproblem religiöser Menschen. Jesus sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Oft sprach er die religiösen Führungspersönlichkeiten seiner Zeit an und wir meinen oft, ach, das waren die, aber wir sind doch nicht so. Doch vergesst nicht, dass einige von uns die religiösen Führungspersönlichkeiten unserer Zeit sind. Er sagte zu ihnen, ihr seid Heuchler. Meiner Meinung nach steckt hinter diesem Wort eine ganz spezielle Bedeutung, die ich kurz erläutern möchte. Das englische Wort für Heuchler, Hypocrite, geht auf das griechische Wort für Schauspieler zurück. Die Schauspieler der damaligen Zeit mussten spezielle Regeln befolgen. Wenn ein Autor ein Stück schrieb, konnte er darin nur wenige Charaktere auftreten lassen. Die Charaktere waren mehr oder weniger festgelegt, zahlenmäßig begrenzt und jeder dieser Charaktere hatte seine eigene, markante, typische Maske. Wenn der Schauspieler auf die Bühne ging, trug er immer eine Maske, die den Charakter versinnbildlichte, den er spielte.